Okay, Andi, mitten in der Vorbereitung. Wie lässt man jetzt überhaupt Sprung in der Vorbereitung? Ja, wir arbeiten sehr intensiv daran, dass wir uns verbessern. Ich glaube, da sieht man in den Spielen, dass vom ersten Spiel weg immer eine Steigerung jetzt drin war. Und ja, wir sind gut auf dem Weg, glaube ich. Wir sind in der Pause des dritten Testspiels. Bisher hast du drei Halbzeiten gespielt. Wie lässt es bei dir persönlich? Ich bin recht zufrieden. Ich bin gut in Schuss. Ich bin verletzungsfrei momentan und fühle mich recht gut. Ja. Welchen Eindruck machen die zwei Neuen? Ich glaube, dass wir uns sehr weiterhelfen können. Ich glaube, da haben sie ein gutes Auge bewiesen mit deinen Verpflichtungen. Ja. Ihr seid jetzt die meiste Zeit am Besele zum Trainieren, weil ja der Einstyle am eigentlichen Trainingsplatz stattfindet. Wie ist das? Ja, mittlerweile sind wir es eh schon gewohnt, dass wir durch die Stadt fahren müssen. Ja, man muss mit den Gegebenheiten, was da sind, zurechtkommen und das nehmen wir gut an. Wir haben ja heuer das Glück, dass es nicht wirklich ein großartiger Winter ist, von den Temperaturen her. Hilft euch das? Ja, natürlich ist es angenehmer, wenn es nicht so allzu kalt ist, aber ja, wir können das sowieso nicht beeinflussen, wir müssen sowieso tagtäglich arbeiten und das passt gut. So. Trainingslager in der Türkei, mit welcher Erwartungshaltung startest du hin? Ja, endlich einmal einen Rasenplatz, da freuen wir uns schon alle drauf und sind Top-Verhältnisse immer und ja, wie gesagt, wir sind ja den Rasenplatz schon herbei. Gut, Andi, dann sage ich danke fürs Interview, alles gut. Gerne.